Hallo, liebe Zoo-Fans, hier sind wir wieder bei Let's Build a Zoo. Wir wollen hier auch mal wieder reinschauen. Pixel, 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 ganz viele Pixeltierchen. Und mal gucken, wie es ihnen geht, ob sie noch alle leben oder mittlerweile schon verschwunden sind. Und schon geht's wieder los. So, was soll ich handeln? Ich habe jetzt irgendwie neue Kamele. Nehmen wir den direkt mal hier Schlag auf Schlag. Die haben so kleine, ja, so ein bisschen grünliches Fell und so ganz kleine, also kleine grüne Mini-Kamele. Tara ist sogar schwanger. Hollali, Lola. So, was wollt er jetzt hier? Quatsch. Falsche Karte. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Was kann ich denn handeln? Ah, hier blinkt es. Hier blinkt es. Da, wo es blinkt. Oh. Die wollen mir Lemuren geben. Oh. Das will ich mir mal angucken. Nee, Tara gebe ich euch nicht. Die ist schwanger. Könnt Ellie haben. Der ist vermutlich mal nicht schwanger. Mal ein Männchen. Dann nimmt er den. Und ich halte zwei Lemuren. Juhu. So. Das ist überhaupt nicht wohin damit. Die Sammelwut. Hey, die Sammelwut. Ich glaube, ich stecke die erstmal zu den Schnabeltieren. Das ist noch am meisten Platz. Was jetzt? Tomoyuki, das Scheifi-Monster, Sky-Fi-Science-Fiction. Aufgabe endet. Komodo-Waran. Hä? Okay. Dann mach das. So, hier habe ich übrigens auch reichlich Schnabeltiere, eine neue Art. Montana und Bongo sind dazugekommen. Und Haley, ja. So, die roten Pandas haben sich auch reichlich vermehrt hier. Von den Waranen haben wir jetzt auch ein paar neue Arten. Sieht aus, als wären die alle durch einen Atomunfall verstrahlt worden. Und wahrscheinlich kommt irgendwann hier ein Godzilla raus. Aber hier haben wir einen Kelly. Sieht ganz nice aus, von der Farbe her. Also das ist komplett verstrahlt hier irgendwie. Aber hier haben auch einen Mini-Varan. Das ist ein Mini-Dinosaurier. So, Tyler. Und die kommt ganz hektisch hinten hinter dem Felsen vor. Tut's. Ist ein bisschen schüchtern, ja. Das ist. Er mag nicht so gerne angesehen werden. Oh, gibt kleine Eisbärchen. Dubi. Okay. So, die Wölfe haben sich auch vermehrt hier. Ist das? Ist das ein toter Wolf? Ja. Hier weiß man manchmal, ist es ein Stein? Ist es ein Kadaver? Ist es manchmal. Schwer zu sagen. hier war eine neue. Das, der sieht anders aus, oder? Barker. So, das ist Mrs. Wesley. Ach, das ist das neue Spielzeug. Der hat jetzt so einen Kauknochen. Das gibt's jetzt. Das gibt's jetzt auch neu. Oh Gott. Wir haben hier tausende Hühner, alles von derselben Art. Sieht aus wie geklont. Ich brauche eine neue Tierverbandungsanlage. Die kommen nicht hinterher. Das sind alles diese Wipfelhühner hier. Zipfel. So, hier wird ordentlich gespielt hier mit den wunderbaren neuen Bällchen. Essen sieht noch alles gut aus. Ja, ihr, das sind eigentlich Fauer, aber egal. So, hier. Ah, mit CRISPR ist das fertig. Und sind nämlich zwischendurch die Kaninchen ausgegangen. Hä? Ja, schon wieder mal. Die vermehren sich entweder wie die Kanickel oder sind dann direkt tot. Ich weiß nicht, was da immer schief geht. Deshalb habe ich mal was geklont. So, da wird schon angefangen. Hat er keine Geräusche mit dem Hubschrauber? Hm, komisch. So, dann haben wir wieder mindestens drei kleine Hüpfenhäschen hier. Schwupp, Otzi. Hallo, Otzi. Willkommen in deinem neuen Reich. Noch hast du reichlich Platz. Morgen 5000 Hasen. So, so geht das hier. Forschungsstation. Okay, der will auch noch was von mir. So. Knuffig aus, diese kleinen grünen Kamele hier. So, dass du ein paar Pixel alles machen kann. Tara. Tara ist Kamel. Du bist ja so klein und. Ja. So, jetzt haben wir auch Grönland dazu bekommen. Leider sind mir die passenden Kaninchen ausgestorben dafür, aber dann könnte ich hier. Was kriege ich denn da eigentlich? So, was sind das? Ziegen. Ja, Bergziegen, Schneeziegen, keine Ahnung.
Hier blinkt auch was. Hier könnte ich Krokodile kriegen. Ach du grüne Neune. Oh, ich habe eh keinen Platz. Ach, stimmt, ich muss noch ein Gehege bauen, fällt mir gerade ein. Oh je. Da habe ich ja überhaupt. Was ist hier los? Warum ist der grün? Eine Toilette. Ja, oh mein Gott. Hier ist doch 6 Kilometer laufen, dann ist einer da. Was habt ihr denn? Mein Gott, hier sind nur noch LKWs. LKWs noch. Wir hatten ja die Dinger, wo die Menschen drin transportieren. Busse. Busse. So, hier habe ich auch so einen Kauknochen da. Sehr beliebt bei den Schweinen. Wie man sieht. Naja. Ist doch wurscht. Aha. Ah, jetzt könnte ich mal bei den Hygienen hier reinwerfen. Ne, die haben schon. Die haben schon dort gegeben. So, hier sieht's aus. Die Hälfte der Gänse sind auch tot und liegen hier rum. Grüne Neune. Das ist nicht schlecht für unsere Hygienebewertung. Der ist jetzt mitten im Springen gestorben. Altersschwäche. Ja. Überaltete Bevölkerung. Hier sieht man, was daraus wird, ne? Oh. Hey, ein Genomfortschritt. Ich habe 5 Pinguin-Varianten entdeckt. Das ist ja ein Ding. Hüpf. Sind die nicht synchron? Ich finde alles für Pinguinarten, ey. Ach du grüne Neune. Da ist ja. Wie Pinguine habe ich denn hier? Da ist auch einer mitten auf dem Felsen. Hat das Eisliche gesegnet. Oh, hier ist ja mein Arzt. Dann nehmen den hier direkt mit. Der ist auch. Trotzdem, jetzt habe ich hier also verschiedene Arten. Oh, sieht gar nicht so aus. Aber okay. So, aber ganz was anderes. Viel wichtiger. Ich habe hier mal ein Gebiet dazu gekauft. Warum auch hier jetzt Leute rumlaufen, das weiß ich nicht. Gönn ihr nicht hin. So, und ich wollte mal. Jetzt ist es natürlich dunkel und sieht nichts. Mal anfangen mit dieser Landwirtschaftsgeschichte. Hier auch mal was zu bauen. So, mal gucken. Was brauche ich da noch für? Wir können mit der Landwirtschaft ja auch eigene Güter hier anbauen. Wie zum Beispiel Nahrung. Das müssen wir dann nicht mehr einkaufen. Wir können diese Samen, Pflanzen und so dann selber anbauen. Oder auch Zuckerrohr, denke mal. Dann kann man selber auch hier dann Zucker gewinnen für die Getränke und sowas. Ah. Das habe ich noch gar nicht so gesehen bisher. Da könnte ich einen zusätzlichen Forscher kriegen, weil das dauert immer ein bisschen lang. Oh, da habe ich ja wohl ein bisschen nicht so ganz hingeguckt bisher. Das ist schlecht. So, Bauernhof. Bauernhof. So, hier können wir noch ein paar Sachen freischalten. Kaffeebeeren. Mhm. Beeren an sich. Da habe ich jetzt aber keine. Ich habe nur 11 Punkte. Das ist unbekannt. Was ist das? Das weiß man nicht, weil der Text überblendet wird. Hier kriege ich die Landwirtschaftsmaschine, wofür ich die mal auch brauche. Hier ist ein Hopfen, dann kann ich Bier brauen. Ja, Bierbrauerei. Vielleicht machen wir das mit diesen Kaffeesamen auch mal. Eine Windmühle gibt es auch. Und ich warte noch ein bisschen. Hier gibt es einen Hühnerstall, da kann ich meinen eigenen Hühnerstall anlegen und Eier verkaufen. Gab es nicht irgendein Tier, die auch Eier gefressen hat? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber könnte man damit auch machen. Kaffeebeeren können wir natürlich gut benutzen für unseren für unser Kaffee, wo wir ja diese komischen, ja, diesen seltsamen Kaffee anbieten, der irgendwie von einem Tier ausgeschieden wird, um es jetzt mal so zu sagen. Eine Scheune, das ist für Kühe. Komm, machen wir mal, die Kaffeebeeren haben wir jetzt gerade. So, dann haben wir auch ein bisschen was vielleicht zum Anbauen. Müssen wir ein bisschen schneller machen, wenn es wieder Tag wird. Kikiriki, so Bums, oh, was ist hier los? Schlagartig alle Hunger. Guck mal, die hektischen Schildkröten jetzt hier, die hauen jetzt richtig rein. Dann habe ich jetzt ein Trampolin hingestellt und die flippen total aus. Also, so die Preise für den Eintritt habe ich auch nochmal 6-mal erhöht, aber das stört irgendwie keinen. Oh. Ach, oh. Da fällt mir gerade noch einmal, was ich jetzt hier wieder quatsche. Wir kriegen ja jetzt gerade, ja, Flop. Hallo, Lemuren. Jetzt haben wir den hier gekriegt, den Jojo und den Muffy. Muffy und Jojo. So lustig. Was haben wir denn hier?
Haben wir da was Wissenswertes? Ist das jetzt neu, dass man da ranzoomen kann? Hier gab es nämlich auch wieder ein paar kleinere Verbesserungen und Updates. ja, das ist natürlich sehr umfangreich. Lemuren leben ausschließlich auf Madagaskar und ihre Schwänze sind länger als ihr Körper. Der träumt so manch davon, aber okay. Also, dass man auf Madagaskar wohnt. Naja. Wie war das hier? Wir lagen von Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Da gibt es doch diesen schönen Chanson. So, also wie baut man jetzt hier einen Bauernhof? Gar keine Ahnung. Das habe ich noch gar nicht angefasst. Wir waren immer tausend andere Sachen. Also hier haben wir ein Hofgebäude. Und hier haben wir Ackerboden. Ah, den ziehe ich so wie die Gehege anscheinend. Wie viel brauche ich denn da? Machen wir das mal so. Also da brauche ich auch einen Eingang. Ja. Landwirtschaft. Anbau freigeschaltet! Bau Landwirtschaftsverarbeiter, um mehr Ertrag aus deinem Gemüse zu holen. Du kannst auch ein Warenhaus bauen, um diese Produkte zu verkaufen. Aha. Okay. So, ja. Zack. Feldfrüchte. Gras. Das ist egal. Das kann ich jetzt alles anbauen. Ah, hier sind unbekannte Sachen. Kartoffeln haben wir schon, Sojabohnen, Zucker. Zuckerstange. Zuckerstange? Zuckerrohr. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch übersetzt. Hier haben wir unbekannt. Das ist grün. Brauche ich kein Mensch. Gras. Ja. Pflanze diesen Ausschnitt. Also nur das jetzt hier, oder wie? Aha. Ah, das kann man dann nur einmal machen. Okay. Dann das Gebäude hier. Wie passt das? Einfach so dahin. Bums. So, dann habe ich hier einen Angestellten. Der rödelt dann hier so vor sich hin, oder wie? Den Rest, dann müssen wir noch alles freischalten. So. Macht die Danielle jetzt hier? Der muss eine Zone geben. Ah. Okay. Ja, das funktioniert. Ja, ja. Die haben das im Grunde so gemacht, wie genau wie die Gehege der Tiere. Da muss ja auch immer ein Arbeiter einstellen, der die. Ja, die viel Kacker gemacht hier. Einen einstellen, der die Gehege pflegt. Und verschiedene Gehege, verschiedene Mitarbeiter. Also hier muss es genauso machen. Okay. Ja, bin mal gespannt. Jetzt bauen wir hier Gras an. Gibt ja irgendwelche Tiere, die dauernd Gras wollen. Brauchen. Was ist denn die Esel eigentlich? Die haben Heu. Ne, die sind es nicht. Oh, hier ist wieder einer tot. Hallo. Old Glory. Ja, das war wirklich old. Das. Dafür ist Daisy May geboren, die Ente. Hallo. Gar. Wir haben eine Gar im CRISPR. Sehr schön. Im Gar. Das ist auch ein bisschen buggy noch. So, das ist eine Gans wahrscheinlich. Die holen wir uns mal ab. Sitzen hier rein, wir hier mal wieder ein paar frische Tiere haben. Naja, frische Tiere haben und nicht nur diese kleinen Häufchen hier, die tot sind. Ja. Das geht auch flott. Altersschwäche. Warum sind die alle an Altersschwäche gestorben? Oh, die ist schwanger. Sehr gut, dann gibt es hier mal Nachwuchs. So, wen haben wir hier gekriegt? Hier. Cody, verstorben. Hey, du bist tot. Ich kann tote Enten sehen. Nein. Tess haben wir bekommen. Tess, hallo. Ja, ich bin auch entsetzt, als ich zum ersten Mal gesehen habe hier. Aber der hier hat Spaß. Der hat diese Kugel genommen und trägt die jetzt hier rum. Ah, ja. Aber dieser Kauknochen ist auch ein Erfolg hier. Ups. Moment. Was ist hier los? Wo sind die ganzen Hyänen hin? Wo sind die Hyänen drin? Wo sind sie geblieben? Oh Mann. Meine Hyänen sind wieder alle tot. Was ist denn hier los? Hä? Warum haben die sich nicht weiter vermehrt? Auch an Altersschwäche gestorben? Das
denn hier passiert? Übergewichtig sind alle zu fett und faul geworden, wollten sich nicht mehr fortpflanzen. Mist. Das ist nicht so gut. Oder ganz Hygiene, sondern jetzt weg. Wie kann das passieren? Die sich gar nicht mehr vermehrt haben. Rintintin. Mein Gott. Echt? Rintintin. Greta ist auch da. Extra umweltbewusst hier, aber. Oh je. Meine Hygienen sind alle weg. Das ist nicht schön. Und hier haben sie natürlich nichts im Angebot. Ein Schwein kann ich hier noch haben. Gut, dann retten wir die Schwein mal. Knack, 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 knack. So, Schweinchen haben wir wieder genug. In allen Farben Variationen. Das sieht komisch aus hier. Okay, das. Ah, der hüpft mit diesem Kauknochen gerade weg. Oh, Mini-Schwein. Quincy. Hallo, Quincy. Willkommen in deinem neuen Reich hier. Ich hoffe, der hüpft nicht mal auf dich drauf. Dann bist du ein plattes Quincy. Flop, flop, flop. Also diese Erdmännchen ist auch ein Phänomen. Hier sind auch sehr viele tot. Ah, die können sich weiter vermehren. Hier sind noch Junge. Hier haben wir nicht das Problem. Essensversorgung. Ah, die fressen diese Kaffeebären auch. Aha, das sieht okay aus. Können wir gleich ein bisschen was noch. Ein paar Spinnen dazu tun. Hm, yummy, yummy. Wo kriegen wir eigentlich diese Skorpione her? Werden die irgendwo angebaut, gezüchtet? Will ich das wissen? Die Spinnen fangen wir selbst wahrscheinlich irgendwo. Eine Umkleidekabine für den Angestellten. Ja, Entschuldigung. Ist immer noch das UFO. Das ist auch nicht mehr aufgetaucht, dieses UFO. Hier haben wir keinen besonderen VIP. So, wir haben ein bisschen Geld verloren, weil wir. Ja, die sind in einem Zoo. Die sind nicht, das ist ein Zoo. Das ist jetzt keine Pflanzenausstellung, mein Freund. Du bist hier falsch. Dödel. So. Wächst das Gras schon? Nee. Ist das hier unser Angestellter? Bauer. Tu mal was, Bauer. Bau mal an. Gern auch schnell. Zuchtstation. Ah, Otzi. Sehr schön. Ah ja, jetzt pflanzt er hier was an. Aha. Ich benutze den gleichen Mechanismus wie bei den Tieren, wenn die da Mist aufräumen. Und der macht es umgekehrt. Der macht Mist in die Erde und dann kommt dann Grünzeug raus. Hm. Also der ist unausgelastet. Was ist denn da los? Die normalerweise vollkommen überlastet. Ich habe das Gefühl, dass die nicht mehr so selbstständig arbeiten, die Kollegen hier. Ach, das ist immer noch diese Scheiße. Wenn man hier was anklicken will, kommt man nicht drauf. Das mal ändern endlich. Das muss andere Leute auch nerven. So, also Bauerei haben wir jetzt also auch. So, hier wächst auch schon ein bisschen. Hier pflanzt er noch. Auch nachts wird gearbeitet. Das finde ich vorbildlich. Ja, ich einen komischen Hut auf. Aus wie so ein Baseballhelm. Jetzt rennt der da hier so rum. Hallo? Wer sich verläuft, kommt zu den Hyänen. Achso, ich brauche neue Hyänen, fällt mir ein, ja. Ist hier. Wir brauchen immer noch zu viel Wasser. Okay, ein bisschen mehr Einkommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt sieht man wieder was. Wunderbar. Gott, wir haben zu viele Hühner. Die sind unausgelastet, unsere Stadt. Da hier ist alles voll. Da geht nun keiner hin. Von den faulen Säcken hier. Gib mir mal verbrennen. Jetzt ist er überlastet. Hier wieder. Geht das an. Was hier brennt. Guck mal, hier, die hat schon brennenden Hintern. Hier die Hähne. Hier liegt Müll. Was ist denn hier los? Die
Tonne ist leer, aber der Müll liegt auf der Straße. Also wirklich. Was sind das hier für Leute? Ach, die Lemuren. Ach, ich hab. Ja, sorry. Wir brauchen ein Gehege. Eieiei. Was kostet das hier? 80.000. Das wäre knapp. Da muss ich jetzt noch was verdienen. Die Lemuren, die brauchen Tropen. Okay, da brauchen wir schnell Tropen. Da müssen wir die zur Not schnell hier hinbauen. So, da ist was im Weg. Müsste gehen, ne? Oder? Soll ich die Laterne da wegmachen? wir brauchen hier so viele Laternen. Kann man hier lang? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Wenn Sie dieses Schild da mal verstellen. So. Das Ding ein bisschen verschieben, vielleicht. Die Angestellten müssen ja auch noch irgendwie hinkommen. Prost. Kann man denn hier vorbeilaufen? Die Lampe auch nochmal verschieben. So, dann kann man hier laufen. Okay, dann könnte man hier rum. Das müsste passen. Diese Bank wird eh nicht benutzt. Das ist nur so ein Deko-Ding. Es ist ein bisschen klein, aber die, da werden wir nochmal umbauen, wenn wir uns nochmal ein neues Gebiet leisten können. So, ihr Lemuren. Ah, was kommt hier? Ach, so neue Schweinchen. Buttercup. Das sieht doch so aus. Ui, na, das ist geschnappt. Jetzt ist er verschwunden im... Was macht er da wohl? Hey, ich habe alle Schweinevarianten entdeckt. Was für eine Schweinerei. Glückwunsch zum Kartieren von Schweinengenomen. Du hast jetzt eine ganze Varianten. Ich kann jetzt spreizen bis zum geht nicht mehr. Ist ja lustig. Bo. Da haben sie sich auch mal zurückgehalten beim Namen. Bo. Okay. Hallo, Bo. Mit dem Ding im Maul auf das Ding. Nicht, dass er sich im Kiefer bricht, aber beim Springen. Das ist jetzt jung oder sind die nur so klein? Ich weiß nicht so genau. Hier ist noch... Oh, Pockets ist verstorben. Oh Gott. Was ist das? Der Handlanger. Oh. Was macht der hier? Was will der hier? Das kommt verdächtig. Kommt mir doch verdächtig vor. Was ist hier los? Morgen Aufgaben beendet. Emanuel, lege noch ein Genom fest. Ah. Hallo, Emanuel, ich habe es geschafft. So, Bums, da kriege ich dafür. Nix. Danke, Emanuel, danke. Hat sich ja gelohnt, ey. So, was haben wir hier? Geburt. Geburt, Hunger, Tod. So, die übliche Reihenfolge hier. Okay, was sind sie denn jetzt hier? Ich wollte mal was mit Lemuren machen, ursprünglich. Was ist denn der andere? So, Jojo, komm, Jojo und... Wie ist der andere nochmal? Fritzi. So. Nee, Muffy ist ja fast selber. So, hier, habt ihr Spaß. Wunderbar. Braucht natürlich auch noch ein bisschen Wasser, das ist klar. Oh, shit, da reicht wahrscheinlich die Wasserpumpe nicht hin. Da müssen wir auch noch eine bauen. Das ist natürlich doof. Naja, ist halt so. So, dann kriegt ihr noch einen wahnsinnigen Ball hier. Aber nicht zu viel damit spielen, sonst werdet ihr übermütig. So, das muss jetzt erstmal reichen, für die zwei. Ja, das ist ein bisschen... Ah, hier kann ich das Wasserdeko dazu bauen. Das ist neu. Was ist das? Oh,
brauche ich den. Topfbrunnen. Make ornament and plants can be used to decorate your local to improve your decoration score. Ah, die kann ich wahrscheinlich nur in eine Wasserfläche reinbauen. Ah, aha. Okay, die habe ich aber nicht. Interessant. Kommen das in Lemuren? Die brauchen ja irgendwas zum Klettern. Holzstämme. Hier, so. Wahnsinnig geile Holzstämme. So. Das sind mal Funzeln hier. Das ist für den Beleuchtung. So. Ups. Erstelle einen Hybrid. Du hast zwei Genome. Es ist Zeit, das Unmögliche zu erreichen. Geh und kreiere einen völlig neuen Typen von Tier. Kreiere ein Hybrid-Tier und verkaufe deine Geschichte an die Wissenschaftsmagazine, um Brotgeld zu verdienen. Habe ich schon erledigt. Ja, boah, ich habe eine Pinguinplage hier. Was ist das denn? Halt, Moment, wo ich dich gerade sehe. Nur Frau. Wer bist du? Fausto. sorry. Das kann man, darf man auch irgendwie nicht so ernst nehmen. So, damit die auch was zu futtern haben. Also, jemand die füttert. Nicht, dass die den fressen. Das wäre nicht gut. Dann müssen wir uns auch nochmal einen Tierpfleger suchen. So. Muss gleich einer kommen. Das geht immer relativ fix. Alle wollen Tierpfleger werden. Aber keiner will die Kacke dann wegräumen. Ja, Freunde. Das gehört mit dazu. So. Hier sieht es noch relativ entspannt aus. Ist immer noch schwanger? Wie lange ist das schwanger, das Kamel hier? Seit Monate schon. Wo kommen wir denn da hin? So, was haben wir hier? Hier wird noch gezüchtet. Hier wollte ich noch ein neues Kaninchen züchten und hier eine neue Gazellenart. Wir müssen ja da auch ein bisschen weiterkommen. Und beim CRISPR, was können wir jetzt machen? Neue Tierart kombinieren. Wir könnten... Das wäre dann so richtig crazy. Wir können ein... Ja... Schweinepinguin machen. Seht, was daraus wird. Ein Schweinepinguin. Oder Pinguschwein. Je nachdem. Dann machen wir nochmal eine Grundhygiene nach. So, Wasser, ja. Was sind wir denn hier da? Ja, die haben kein Wasser, das weiß ich. Halt, du läufst hier so unmotiviert rum. Du machst den auch noch. So. Habe ich dich erwischt. Man darf sie nie vom Chef erwischen lassen, wenn man vorbeigeht. Hier ist das, ne? So. So, wir haben schon einen neuen Bewerber. Where are the Eingang hier in the room? Ich wollte ich nicht. So. Drei Bewerber haben wir. So, der kann schon was, der kann nichts, der kann schon ein bisschen mehr. So, Arbeitsmoral ist so durchschnittlich, dafür so ziemlich unhöflich. Die Arbeitsmoral ist gut, die wird eingestellt. Wie heißt der? Ist mir jetzt auch egal. So. Namen sind Schall Rauch. So. Namen von Mitarbeitern merken. Kommen wir denn da hin? Die werden ja noch verwöhnt. Was ist mit dem los? Corinne ist aber gut gelaunt. Die nichts zu tun? Anscheinend. Gut, dann kriege ich noch ein Gehege. Man sollte auch nie zu gut gelaunt durch die Firma laufen. Das ist auch immer verdächtig. So, Rashad haben wir jetzt hier. Der müsste jetzt eine Zone geben. Und die kann sich erstmal auch um die Lemuren kümmern. Und dann alles, was hier oben noch ist. Ich glaube, die hier sieht nicht sauber aus. Diesen hektischen Schildkröten, die machen wieder komplett nervös, ey. Mann, Mann, hier, die Wildschweine könnten auch noch ein bisschen Pflege gebrauchen. So, dann haben wir die auch eingeteilt. Wildschwein. Moment. Du bist ja auch ein Wildschwein. Was machst du denn hier eigentlich?
Du gehörst ja gar nicht rein, mein Freund. Was machst du hier? Bist du hier rübergelaufen? Sehe ich jetzt erst. Das Wildschwein ist im Schweinegehege. Das sind zwar durchaus zwar Schweine, aber das sind Hausschweine. Das sind Wildschweine. Das ist ein Unterschied. Okay. Was haben wir hier für eine Art? Pickles. Sieht anders aus. Was ist das denn? Baxi. Komm, der her. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal gerettet aus der Tierrettung. Der sieht interessant aus. So ein Wildschwein habe ich noch nie gesehen. Hier sind er leider verschwunden. Aber ist ja ein Ding hier. Pedro. Der sieht ja interessant aus. Cool. Kann ich jetzt nicht mehr draufklicken? Sonst den spenden wir mal in einen anderen Zoo. So, haben wir noch ein bisschen weniger hier. Mehr ein bisschen mit dem Platz ein bisschen gucken. Dass wir so die älteren Tiere nehmen, vor allem. Hört sich ja gemein an, aber die werden sich bald nicht mehr vermehren und dann bringen die uns eh nicht mehr so viel. Und wir können ein bisschen Platz sparen hier drin. So. Haben die Limonen jetzt mal was zu essen gekriegt? Ja. Sehr schön. Was essen die überhaupt? Gemüse, Beeren, Früchte und Insekten. Mh, yummy, das ist eine schöne Diät. Da möchte doch jeder gerne mal reinbeißen. So, ups. Wollen die auch nicht zu dick machen. So. Huch. Ja. Das haben wir. Ups. Was ist das denn hier für ein struppiges? Ein struppeliges Schnabeltier. Hier, eine neue Art. Und haben wir auch eine neue Schlangenart und ein neues Schwein. Komm, die nehmen wir mal alle mit hier. Jetzt werden hier Tiere gerettet. Jawoll. Würde mich alle eingehen und gucken mal, ob wir ein bisschen noch mal frische Gene hier reinkriegen. Der Hasen sieht so leer aus, das ist furchtbar. So, erstmal liefern wir das Schwein ab. Wir haben ja hier ein Wildschwein raus, dann können wir neues Schwein rein. So, das ist rein raus hier bei mir hier. Schnabeltier. So, das scheint auch eine neue Art zu sein. Können wir unser also Genpool ein bisschen aufpolieren hier. So, und jetzt kommt unsere Schlange noch. Was? Ja, in Schlängelgehege hier. Schon eine Klapperschlange sein. Ich glaube, die haben wir schon, aber ist ja wurscht. Die sind ja auch schon mal weggestorben, alle. Sieht hier platzmäßig aus. Ist okay, essensversorgungstechnisch. Die haben Eier, ne? Genau, die wollen immer Eier haben. Ein Kadaver. Da können sie gerne ein paar mehr haben, da habe ich immer genug. Ja. Hier liegt ja auch schon einer rum. Den könnt ihr gleich in das Schlangengehege schmeißen. Wenn ich da mal drauf käme. Boah, ey, diese ungenaue Steuerung hier. Dann manchmal auf den Senkel. Hier ist auch noch ein Bärchen. Motscha ist verstorben. Das ist nicht schön. Was ist er denn gestorben? Was? Ja, dann lauf, schneller! Kann ich es nicht. Kann ich das nicht anklicken. Was ist denn heute los mit der Steuerung? Bobby? Altersschwäche. Okay, das ist ja okay. Ja, ja. Forschungsstation. So. Landwirtschaft. Ich brauche hier mehr Landwirtschaft, Freunde. Wo sind's? Wo ist die? Landwirtschaft. Sie ist weg. Hier, Bauernhof. So. Pflanzensamen, Hopfen haben wir. Was hier ist, wissen wir noch nicht. Hier kann man eine Windmühle erforschen. Mhm. Beeren, haben wir nur Beeren. Ein Hühnerstall, der wäre natürlich auch interessant. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Und eine Scheune für Kühe. Die Landwirtschaftsmaschine bräuchte man wahrscheinlich als nächstes. Da muss ich ein bisschen sparen. Keine Ahnung, was das ist. Das weiß kein Mensch. Ja, gut, Samen haben wir eigentlich genug jetzt erstmal. Wir pflanzen jetzt eh Gras an.
bringt mir jetzt ja auch nichts. So. Moment, ich muss noch kurz gucken. Ich habe hier auch gesehen, hier gibt es jetzt auch so Werbung. Das ist wahrscheinlich auch neu zu sein. Das ist mir noch nie aufgefallen. Hier gibt es 2 Punkte, da kann man wahrscheinlich irgendwas mit Marketing machen. Also vielleicht, oh, komm, ich mach das mal. Mal sehen, was das ist. Hier haben wir dieses Buschpaket, trockene Bäume. So, hat sich da was freigeschaltet? Nee. Ah, was ist das hier? Fleischverarbeitungseffizienz. Aha. Das ist aber dann für dieses, für diese böse Geschichte. Bambus kann man hier ansetzen. Ah, das wäre was für unsere Pandas. Die können wir deren eigene Nahrung anbauen. Wieso hat sich das nicht freigeschaltet? Möchte erst irgendwas noch, ein Level erreichen oder was? Oder ein Gebäude bauen? Nee. Das kann ich ja meistens danach. Hm. Oder ich muss alles drumherum noch freischalten vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Gut. Dann gucken wir mal, was da als nächstes kommt. Aber anscheinend kann man jetzt auch irgendwas mit Werbung und Marketing machen. So, jetzt haben wir hier Gras angebaut. Was können wir damit jetzt machen? Bauer. Ab da läuft er rum. So. Was macht er jetzt mit dem Gras? Gehege bearbeiten. Hm. Hm. Oh, geht der jedenfalls da rein jetzt? Und? Und nun, man weiß es nicht. Er geht ins Gras. Ja. Gibt's denn das Wasserschwein? Oh, jetzt wird das Gras geerntet anscheinend. Jetzt zupft es da weg. Willst du? Ja, ja. Er zupft das Gras weg. Ja, aufstehen. Geschenkestand. Oh, okay. Okay, was macht er dann mit diesem Gras, frage ich mich. Das müssten wir dann eigentlich in unser Lager, in unser Nahrungslager stecken. Weil wir brauchen ja auch Gras, ne? Sollte hier. Das heißt, das müssten wir dann gar nicht mehr einkaufen. Hm. Hier könnten wir auch ein bisschen... was runter machen. Wir sind zu dick. Tod und Ticketspreise. Ja, das wird uns immer verfolgen. So, Angestellte. So. Energie ist gut. So. Moment. Nicht suchen. So, okay. Dann haben wir noch mal jemand Neues. Hm, dass man hier nicht sieht, wie viel man auf Lager eigentlich hat von was. Das würde mich auch mal interessieren. So, jetzt haben wir hier jemand Neues, irgendeiner besonders schlecht gelaunt. Nee. Die 5%, nee, das finde ich merkwürdig. Naja, gut. So, Chantal. Haben wir jetzt hier neu. Chantal. Guck mal, hier sieht es übel aus, aber das ist eher eine Sache für den Bestatter, der nicht hinterherkommt. So, wo ist dann am schlimmsten? Hier ist hygienisch auf jeden Fall ein Problem. Damit wir das hier mal wegkriegen. Die Bärchen sehen ja mittlerweile okay aus, bis auf die Leichen, die hier überall rumliegen. Ja. Oh, das ist ja ein ganz, ganz kleines... Knuffig. Könnte auch ein Hund sein. Also... winzig klein. Okay.
Aber wir haben jetzt hier zwei Arten, so wie es aussieht. Okay, wo sieht es denn auch noch besonders schlimm aus, dass wir einen haben, der hier ein bisschen mehr aufräumt in der Gegend. Hier liegt auch eine tote Schlange rum. So schlimm ist es jetzt gar nicht. Vielleicht so oder so hier mal die Gänse noch angucken. Naja, ich glaube, da war auch relativ viel. So, dann machen wir hier diesen Bereich erstmal. Wir haben ja eh relativ viele, die hier rumlaufen. Dann kann ich noch zusätzlich hier gucken. Ja, komm, machen wir die Schlangen noch mit. So, haben wir da auch nochmal einen eingestellt. So, zusätzlich. Jawohl, gespeichert. Was ist? Ich hab doch gerade. Spinnst du? Willst du mich ärgern? So, Hygiene ist nämlich hier auch nicht so gut. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall auch einen für den Bereich. Boah, hier liegen immer noch so viele Kadaver rum. Warum werden die denn nicht mal abgeholt? Angeblich haben die Tierbestatter nichts zu tun. Oder was? So, gut. Jetzt ist überlastet. So gehört sich das. So, hier kommt die neue Schlange. Hallo, mein Freund. Willkommen. Ich kann hier alles sehen. Okay. So. Da ist sie. Was sind das für eine Ente hier? Ross. Sieht interessant aus. Hier haben wir noch eine von. Mhm. Da gibt es ja interessante Arten. Ach, Tote. Hm. Hier haben wir ein Wasserproblem. Warum? Und von denen haben wir jetzt nicht zu viel wiederum. Hm. Immer wieder Kadaver. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Hm. Und die spenden wir mal. So. Boah, das wird hier nicht weniger. Ich will nicht. Die müssen alle weg hier. Und warum der Tierbestatter das nicht mal, dass sie zu zweit nicht hingehen? Wir haben ja zwei und da mal aufräumen nacheinander. Hier sind die meisten. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut. Bei den Erdmännchen geht's gut. Egal wie viele hier drin sind, die freuen sich immer. Ist verdurstet. Oh ja, gut. Passiert. Ne? Ist ja überhaupt kein Problem. Tja. Ah, 6 Tage kein Wasser, mein Gott. Die halten aber auch nichts aus. Oh je. Da muss ich wohl nochmal was machen. Aber es sind auch zu viele. So ein bisschen. So, nochmal einen weg. Das muss auch weg. Das auch. Platz. Ja, jetzt wird's voll. Müssen hier mal was auswildern. Denke ich. Von den Erwachsenen so ein paar loswerden. Die müssen einfach weg. Hier haben wir auch noch einen Toten. So alte Kinder. Komm, du kommst weg. Wir sind da ganz streng bei sowas. Sorry. Flupp. Oh, sorry. Da ist Grausamkeit angesagt. Ich weiß, aber wir müssen hier irgendwie Platz schaffen. Was soll ich machen? So, jetzt passt das mit dem Wasser. 4,5 zu 5. Weil da macht man trotzdem noch mal ein Becken hin. Aber es ist nur ein bisschen eng hier, ist das Problem. Weißt du, langsam nicht mehr wohin. Die müssten mal umziehen. Hier ist der Eingang, ne? Ich denke, irgendwas blockiere. So. Okay. Gut. Hier ist man nur am Probleme lösen. Man kann den Zoo manchmal gar nicht so genießen, weil man dauernd nur irgendwas am Machen ist. Oh, eine kleine Mini-Esel. Noch 3 verschiedene Arten. Hier, diese bunten. Mandisa. Ja, immer neu.
Immer neue Mülleimer. Ja. Die nicht so viel benutzt, okay. Und die knubbeln sich diese komischen Würmer, Gürteltiere. Wo du gerade hier bist. So, das muss auch weg. Ja, ich muss unbedingt noch hier einen Bestatter hinbauen, das hilft nichts. Auch wenn es nicht schön aussieht, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mehrere Verbrennungsanlagen hier brauche, aber ja. Natürlich nicht schön, wenn man sowas hat im Zoo, aber was sollen wir machen? So, komm. Fertig. Blöde Laterne noch hier irgendwo hin machen. Leuchtet die überhaupt? Warum leuchtet die rot? So. Lass die Öfen laufen. So, mit diesem Motto wollen wir uns von dieser Folge wieder verabschieden. Nutmeg hat sich auch verabschiedet, wie man es sieht. Otzi. Ist auf der Zuchtstation, wurde das Baby ins Gehege gebracht. Sehr schön. Also wir haben einen neuen Hasen gezüchtet. Also auf natürlichen Weg, diesmal nicht mit Gen und so. Oha. Da sehen wir wieder ein Ding. Jetzt sind die Hühner plötzlich alle hinüber. Obwohl sie von denen eben noch gewimmelt hat. Das ist ja auch wieder merkwürdig. Also diese... Dieser Zeiger hier mit der Maussteuerung. Ich will dieses dämliche Huhn anklicken. Kannst aber nicht. Jesus Maria. Das ist hochbar. Das Huhn nicht. Der hat hier Spaß. Altersschwäche, die sind auch alle zu alt, haben sich aber auch nicht mehr vermehrt, komischerweise. Warum kann ich dieses Huhn nicht anklicken? Wollt ihr mich veräppeln? Zu alt für Kinder. Sind schon keiner mehr drin, der sich vermehren kann, außer einem Huhn. Dann Ding. Können wir ja auf natürlichen Weg noch einen Huhn holen. Wir können uns auch einen Hasen holen. Okay. Die sind ja auch ein bisschen knapp geworden. Also, ja. Und hier geht es ja so langsam wieder. Tja, das ist natürlich doof. So, da wird noch gezüchtet. Die können wir wieder zurück. Das ist ja echt dumm, ey. Den Hühnern. Das hat es eben noch gewimmelt. Jetzt sind sie alle hin. Unglaublich. Dann müssen wir ins Hühnerklon noch. Wenn das hier durch ist. Mann. Immer ist hier was los. Ich weiß es nicht. So, ja. Aber wie es hier weitergeht, schauen wir in der nächsten Folge. Mit Let's Build der Bauernhof. Und dann gucken wir mal, wie das hier so funktioniert. Wenn wir unser eigenes Futter hier anbauen und was da noch so passiert. Und wir haben so viele Pinguine. Wenn einer einen Pinguin haben will, bitte melden. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und quack, quack. Oder so. Grunz, quiek, wie auch immer.